Ich stehe auf gut gebräunt und knackig. Deswegen der Brotzler von Wiesenhof. Ober super lecker. 100% mein Ding. Ganz schön rau. Der Brotzler von Wiesenhof. Mann, ist das nur was. Präsidenten George Bush Senior und Bill Clinton haben während ihrer Amtszeiten gemahnt, die USA solle ihre Position nutzen, um eine neue Weltordnung zu schaffen, in der Amerika sich auch dann noch wohlfühlen könne, wenn es nicht mehr das stärkste Land der Welt sei. Vertrauen gibt Sicherheit und Sicherheit eröffnet politische Spielräume für Kompromisse und Reformen. Am Ende jener Phase, die durch den 11. September 2001 definiert wurde, bekommen wir jetzt eine zweite Chance. Voraussetzung dafür ist, dass unsere Interessen und Werte auch zukünftig gewahrt bleiben, dass der Westen als Gemeinschaft der aufgeklärten rechtsstaatlichen Demokratien dieser Welt wieder zur Geschlossenheit zurückfindet und damit übrigens auch an Handlungsfähigkeit gewinnt. Wir brauchen den Westen gerade im Zeitalter der Globalisierung. Wir brauchen den Westen nicht als Turm, sondern als Leuchtturm, als Orientierungspunkt für alle, die nach Freiheit streben, nach der Herrschaft des Rechts, nach der Toleranz. Und wir brauchen den Westen natürlich auch zur Selbstbehauptung im globalen Wettbewerb. Der Antiterrorkampf wird eine wichtige Aufgabe bleiben. Das Team Deutschland, weil ich ein ganz großer Fan von Angela Merkel bin. Ich finde auch seine pragmatischen Ansätze sehr gut, dass wir die soziale Marktwirtschaft nicht außer Acht lassen, dass wir sie aber in ein sozialdemokratisches Korsett zwängen. Das freut mich und da setze ich großes Vertrauen in Frank-Walter Steinmeier. Wir werden uns das nicht leisten können, auch nur ein einziges Talent am Wegesrand liegen zu lassen. Deutschland, das ist innovativ. Wir stehen für Kompetenz. Eine Mehrheit für ein wirklich starkes, ein faires Deutschland, für ein erfolgreiches und gerechtes Deutschland. Wir leben in einer Zeit, die geradezu nach sozialdemokratischen Antworten schreit. Bildung, das wird die soziale Frage des nächsten Jahrzehnts sein, dass kein Kind mehr in Zukunft ohne Schulabschluss die Schule verlässt. Also es kauft kein Mensch mehr irgendwelche Platten. Das ist das Problem. Ja, also warum? Ja. Dann geht man in die Charts. Also, aber habe ich doch mal. Mein Leben läuft doch. Das ist die Titelmelodie unserer Sendung. Richtig. Ja, das stimmt. Das sollten wir das mal sagen. Das ist doch gut. Ja. Das wird auch nicht ändern. Das wird ja jeden Tag mit, damit Sie es wissen. Ja? Nein, aber das ist, also klar, deshalb gehen wir jetzt alle auf Tournee. Das Tourneegeschäft läuft ganz toll. Und alle Leute. Also, ich stehe auf gut gebräunt und knackig. Deswegen der Brotzler